habe für dieses Ask Chucky um ein neues Thema gebeten und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir ziemlich schwer gefallen, mich diesmal zu entscheiden. Ich wollte gerne über irgendwas Besonderes sprechen und ich habe mich jetzt für das Thema Eifersucht entschieden. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Es ist nämlich so, dass sich meine Einstellung zum Thema Eifersucht in den letzten Jahren sehr, sehr stark geändert hat. Und was ich so von dem ganzen Thema halte und vor allen Dingen, wie man Eifersucht loswerden kann, das erzähle ich euch jetzt. Heißt ja auch übersetzt oder im Duden, wenn es da steht, das ist die Angst davor, die Liebe eines Menschen an einen anderen Menschen zu verlieren. Und ich persönlich habe früher starke Probleme mit Eifersucht gehabt. Also ich war ein sehr eifersüchtiger Mensch, auch in Beziehungen und nicht nur in Beziehungen. Also es ist was, was ich auch jetzt, wenn ich Kinder habe, anders sehe. Ich habe das Gefühl, Eifersucht ist ein bisschen einzuteilen. Ich mache das ja gerne in meinen Videos, dass ich die Sachen einteile. Aber ich finde, es ist wirklich so. Denn meiner Meinung nach gibt es eine Eifersucht in Freundschaften, eine Eifersucht in Beziehungen und auch eine Eifersucht unter Kindern oder gegenüber seinen Kindern. Ist richtig? Ja. Ich werde es nachher alles erklären. Also ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Was für mich ganz wichtig ist, ist gleich mal klarzustellen, das habe ich aber auch erst lernen müssen, Eifersucht ist keineswegs ein Liebesbeweis. Also weder unter Kindern oder an seine Kinder oder unter Beziehungspartnern oder für Freunde ist eifersüchtig sein gesund. Die viel gesündere Möglichkeit, die man hat, um Liebe zu zeigen, ist meiner Meinung nach Rücksicht und Respekt. Das ist was, was viel wichtiger ist und viel wertvoller ist. Woher kommt zum Beispiel Eifersucht in Freundschaften? Also ich habe damit noch nicht so Probleme gehabt, weil ich in Freundschaften nie das Gefühl hatte, dass ich eifersüchtig bin. Aber ich kenne sehr, sehr viele, vor allen Dingen Frauen, bei denen das so ist. Und das ist auch heute noch so bei ihnen. Das kommt daher, dass man zum Beispiel andere Freunde hat, mit denen man sich trifft oder was mit anderen Freunden macht. Oder es gibt natürlich auch Freundschaften, wo einfach Unehrlichkeit ein großes Thema ist, wo einfach heimlich Dinge gemacht werden, auch mit anderen Leuten und dann wird nicht drüber gesprochen oder andere nicht informiert, bekommen es aber raus. Also es ist auch in Freundschaften ein großes Thema, auf jeden Fall ehrlich zu sein. Was auch Eifersucht auslösen kann, und zwar nicht nur in Freundschaften, ist Vernachlässigung. Und ich denke, der größte Brocken an Eifersucht ist natürlich in Partnerschaften, also in Beziehungen, in Ehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Ursachen dafür. Ich denke, eine der dramatischsten Ursachen für Eifersucht in der Beziehung ist Untreue. Sei es der eigene Partner gewesen oder einfach ein Partner einer früheren Beziehung. Ich glaube, wenn man mal Untreue erfahren hat, egal ob Mann oder Frau, ist es schwierig, Vertrauen zu finden darin, dass die neue Person das nicht tun wird. Also spielt natürlich auch die Vergangenheit oder auch Erfahrungen in Kindheit oder Jugend, in Elternpartnerschaften oder in eigenen Partnerschaften eine sehr, sehr wichtige Rolle dafür. Zwei meiner Meinung nach wichtigsten Positionen dafür oder für das Thema Eifersucht in Partnerschaften sind als allererstes mal, dass man wenig Bestätigung vom Partner bekommt, also wenig Aufmerksamkeiten, wenig miteinander kommunizieren, mal sagen, heute siehst du süß aus oder... Also das ist, glaube ich, ein großer Bereich, der zur Eifersucht führen kann und der allerwichtigste, der meiner Meinung nach auch die größte Lösung gegen Eifersucht ist, ist das Selbstwertgefühl. Wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin nicht liebenswert, dann glaube ich auch nicht meinem Gegenüber, dass es mich lieben kann. Man hat einfach, wenn man wenig Bestätigung bekommt oder sich selbst nicht so gerne mag, immer das Gefühl, dass man vernachlässigt wird oder dass man zurückgesetzt wird. Das ist auch was, was, glaube ich, die Eifersucht bei Kindern am meisten ausmacht. Also dieses Gefühl von zurückgesetzt werden, sei es wegen anderen Kindern oder Geschwisterkindern oder weil Dinge im Leben der Eltern wieder wichtiger werden, zum Beispiel der Beruf. Dann ist es, glaube ich, auch ein Thema für Kinder, eifersüchtig zu sein, auf Tiere, auf Kinder, auf Beziehungspartner. Also ich habe auch schon öfter erlebt, dass ein Kind zum Beispiel es nicht schön findet, wenn die Eltern sich küssen. Das ist auch ein Zeichen von Eifersucht. Kinder müssen das Teilen lernen, was auch ein großes Thema in der Entwicklung ist. Und was ich jetzt festgestellt habe, nachdem ich zweifach Mutter bin, und ich wollte das nie wahrhaben, ich habe das auch noch nie öffentlich geäußert, aber es ist einfach ein Fakt. Das ist auch psychologisch widerlegt, dass Elternteile ihre Kinder
vielleicht nicht unterschiedlich lieben, aber anders für sie empfinden. Und das ist völlig normal. Also ich habe ein bisschen mir da öfter mal so Gedanken gemacht und habe mir gedacht, oh, du kannst nicht das eine Kind so sehen und das andere Kind so sehen und einfach unterschiedlich lieben. Das heißt nicht, dass ich eins mehr oder weniger liebe, aber es ist einfach unterschiedlich. Und ich habe mich dann nochmal belesen und ich fühle mich jetzt auch viel besser damit, dass ich weiß, dass einfach psychologisch widerlegt ist, dass man zu den Kindern unterschiedliche Bindungen hat. Allein schon, wenn man sich anschaut, wenn eine Geburt zum Beispiel schwierig verläuft und man muss da um das Leben von dem Kind bangen, dann hat man da eine andere Bindung dazu. Oder wenn man in seinem Kind eigene Charakterzüge wiederfindet, dann kann man da einfach mehr anketten, glaube ich. Und dann ist es völlig okay, unterschiedlich zu lieben, aber Kinder spüren das. Also es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Kinder nicht merken, wenn man die Geschwister unterschiedlich behandelt. Man macht das ja nicht mit Absicht, aber es ist einfach Fakt. Das sind ja unsere Gefühle und Hormone und da kann man nicht wirklich was dagegen tun. Was aber sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man nicht denkt, dass die Kinder das nicht spüren und dass man den Kindern nicht sagt, dass es ein Irrglaube ist. Also sag niemals zu deinem Kind, das stimmt nicht, das nimmst du falsch wahr, weil Kinder sehr viel wahrnehmen. Erklär dem Kind lieber, was in dir vorgeht. Sag, als dein Bruder zur Welt gekommen ist, also nicht, dass das jetzt beim Samuel war, aber es ist ein Beispiel, als dein Bruder zur Welt gekommen ist, war er sehr krank und wir waren sehr lange im Krankenhaus und wir wussten nicht, ob dein Bruder leben wird. Deswegen habe ich jetzt einfach viel Angst um ihn. Und dann versteht das Kind, dass man nah bei dem Geschwisterchen ist und dann ist es auch okay. Und das ist was ich euch auch noch sagen möchte, es ist okay, so zu fühlen. Also es ist nichts, was verwerflich ist. Jetzt bin ich auch schon so ein bisschen in die Lösung des ganzen Problems eingetaucht. Also ich denke, das Allerwichtigste, immer in Beziehungen und auch wenn es ums Thema Eifersucht geht, ist drüber sprechen. Einfach ehrlich sein. Äußern, was die Emotionen sind. Äußern, wovor man Angst hat. Äußern, was man wahrnimmt. Und die Wahrnehmung ist auch ein schwieriges Thema, denn oft ist es bei Eifersucht so, dass es gar nicht passiert, was man denkt. Also man muss wirklich vorsichtig sein, wenn man stark eifersüchtig ist, ob das, was man wahrnimmt, auch wirklich passiert. Ist er wirklich oft abends weg? Schreibt er wirklich mit anderen Frauen? Also man muss sich einfach seiner Wahrnehmung bewusst werden und bewusst sein, ob das wirklich stimmt, was man sieht oder ob man sich es vielleicht einfach nur einbildet, weil man ängstlich ist. Die allergrößte Hilfe bei Eifersucht oder bei Unsicherheiten in der Beziehung ist aber das Selbstvertrauen. Habe ich kein Selbstvertrauen und kein Selbstwertgefühl, werde ich nie glauben können, dass eine andere Person mich lieben kann, wie ich bin. Ich werde immer eifersüchtig sein, aber das ist was mein Partner nicht kurieren kann. Also, wenn ihr eifersüchtig in der Beziehung seid, dann erwartet nicht von eurem Gegenüber, euch viel Bestätigung zu geben und euch immer wieder aufzubauen, denn das ist nicht gesund für eine Beziehung, sondern arbeitet daran, dass ihr wahrnehmt, was passiert, dass ihr seht, wenn positive Zeiten sind, dass ihr an eurem Selbstwertgefühl arbeitet und dann wird eine Beziehung automatisch gesünder. Wenn man selbst davon ausgeht, ich bin gut, so wie ich bin eine tolle Köchin, ich mache schöne Dinge in unserer Beziehung, wir haben viel Spaß miteinander, ich bin humorvoll, er lacht mit mir. Wenn ich dieses Selbstwertgefühl habe, kommt auch nicht so viel Eifersucht auf. Also, um es nochmal kurz und knapp zusammenzufassen. Ich bin der Meinung, es gibt eben Unterschiede von Eifersucht, ne? Aber der größte Punkt ist einfach, wenn ihr mit euch selbst zufrieden seid, wenn ihr Selbstvertrauen habt, dann könnt ihr die Ursache dafür beheben, dann könnt ihr offen drüber sprechen, dann könnt ihr eure Emotionen äußern und einfach gemeinsam dran arbeiten. Ne? Ganz wichtig, aber das sage ich immer, ist Kommunikation und Ehrlichkeit. Wenn man respektvoll miteinander umgeht und über alles sprechen kann, dann gibt es sowas nicht. Und für mich gehört Eifersucht nicht zu einer Beziehung. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, so ein bisschen Eifersucht ist in jeder Beziehung normal. Ich finde das nicht. Also ich finde, Eifersucht ist etwas Krankhaftes und Schmerzendes. Liebe ist etwas Schönes, was einem Gutes bringt, gute Gefühle bringt. Und für mich gehören die zwei Sachen getrennt. Wenn ich in Lebenssituationen Eifersucht verspürt habe und jetzt darauf zurückblicke, dann weiß ich ganz genau, dass ich in diesen Lebenssituationen, wo ich zum Beispiel auch dem David gegenüber eifersüchtig war, mit mir selbst unsicher war. Ich habe gerade ein Kind bekommen, meine Figur hat sich verändert, ich bin aus meinem Job ausgetreten. Der David hat in einer neuen Firma angefangen, da waren Frauen, die gearbeitet haben und ich war eifersüchtig. Nicht immer unbedingt auf ihn, also ich habe ihm vertraut, das hat nichts damit zu tun, aber ich war eifersüchtig und das war nur, weil ich mit mir selbst nicht im Reinen war. Und heute kann ich sagen, bin ich nicht mehr eifersüchtig. Also ich vertraue ihm, das habe ich schon immer, aber ich bin auch nicht eifersüchtig, wenn er alleine rausgeht und irgendwas unternimmt oder auch nicht, wenn er
weil es in meinem letzten Video vorgekommen ist, sich eine hübsche Frau auf Instagram anschaut. Oder selbst wenn er auf der Straße neben mir geht und eine Frau ansieht und sagt, die sieht gut aus, die hat sich schön gekleidet, die hat eine tolle Frisur, dann bin ich nicht eifersüchtig, weil ich weiß, was er an mir hat, was wir in unserer Beziehung haben. Und das ist für mich eher so ein, oh, das Outfit hat ihm gefallen, vielleicht versuche ich sowas mal. Weiß ich nicht. Also es ist einfach so ein Anreiz oder ein... Er sieht halt seine Umwelt. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich durch die Stadt gehe und ich sehe einen gut aussehenden Mann und denke mir dann, oh, ist der hässlich. Also so bin ich ja auch nicht. Und warum sollte er das dann nicht sehen dürfen? Und es ist ja umso schöner, dass er mir das mitteilt. Das gibt mir ja nur die Bestätigung, dass er von mir gar keine Geheimnisse hat. Also ja, also für mich gehören Eifersucht und Liebe definitiv nicht zusammen. Ich hoffe sehr... Dieses Durcheinandergespräche hat euch jetzt ein bisschen was geholfen. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, immer in die Kommentare damit. Auch gerne immer neue Themen für Ask Chuckies. Ich mache das wirklich so, so gerne. Ich weiß, ganz viele von euch finden das nicht so toll, dieses Dr. Sommer und wir sprechen über solche Themen, aber ich mag das so gerne. Ich gebe gerne weiter, was ich erlebt habe und was ich einfach für Lösungsansätze habe. Drum freue ich mich immer, wenn Vorschläge von euch kommen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!